Kubelski hast du unnötig behandelt. Du. Das ist eine Frage, die habe ich gerade von einem Internet-User bekommen. Er hat sich die Playlist Es geht nicht um ihre Gesundheit angesehen und fragt mich jetzt, du, hast du das auch mal so gemacht? Unnötige Behandlungen gemacht wegen des Geldes? Ja, aber nicht wegen des Geldes, sondern weil ich in diesem System groß wurde. Und wie ist das gemeint? Das erkläre ich euch jetzt. Und am besten kann man das erklären mit einem Beispiel. Als junger Arzt auf der Kieferchirurgieambulanz, wenn ein Patient gekommen ist mit einem Gesichtsschmerz und gesagt hat, ah, ich habe da Schmerzen und ich sah einen nicht ganz durchgebrochenen Achter, sagte ich, ah, das ist der Weisheitszahn, eh klar. Und es wurde der Weisheitszahn operiert, man erfüllte seinen Lehrkatalog, der Patient hatte eine Diagnose, jeder war glücklich. Dass der Patient dann häufig weiterhin Schmerzen hatte, das verliert man sehr schnell aus der Ambulanz, aus dem Auge, weil man ja immer wieder wechselt im Krankenhaus. Erst wie ich dann in der Ordination war, fiel mir auf, dass an diesen, zum Beispiel an dieser Geschichte, Gesichtsschmerz, Weisheitszahn, etwas nicht stimmen kann. Wieso nicht? Immer vor Weihnachten und vor Urlaubszeit hatte ich die Ordi voll mit Gesichtsschmerzpatienten, beunruhigten Patienten, die auf Urlaub fahren oder auf Weihnachtsferien und eben noch schauen wollten, ob eh alles okay ist und auch einen Gesichtsschmerz hatten. Erwartungshaltung war sehr hoch, nächtliches Pressen führte zu einem Gesichtsschmerz. Und da fiel mir dann auf, hoppala, dass viele dieser Diagnosen, die ich gestellt habe oder die wir stellen, ah, das ist der Weisheitszahn, falsch waren. Das Problem ist, dass diese falschen Diagnosen vom System, also die Richtigstellung dieser Diagnose, vom System bestraft wird. Das heißt, wenn ein Patient mit einem Gesichtsschmerz kommt, bekomme ich für die Aufklärung, dass das mit nächtlichen Pressen zu tun hat, gar nichts. Ziehe ich ihm den Weisheitszahn, bekomme ich 270 Euro. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann häufiger gemacht wird. Ich sage jetzt nicht, oder mit dieser Playliste möchte ich Menschen sensibilisieren, dass sie ein Gefühl bekommen, ist, aber vieles in unserem Gesundheitswesen rennt falsch. Zum Beispiel diese Entwicklung, dass man alles mit Geld bewertet. Weil eigentlich, wenn ich das machen würde, wofür ich da bin, gesunde Zähne ein Leben lang, na, dann gehen wir alle krachen. Und unter dem Aspekt habe ich natürlich in meinen jungen Jahren da auch mitgespielt, ohne es zu wissen. Ich sage immer wieder in den Videos, ich kann jetzt mit dieser Ordination, da ich das große Glück hatte, durchs Internet groß zu werden, mit vollen Hosen leicht spucken. Das heißt, ich kann mich hinstellen und sagen, so gehört laut Lehrbuch eine Paro gemacht, eine Implantologie gemacht, eine Endo gemacht, egal was. Das war für mich als junger Kollege, wie ich mir die Ordi eröffnet habe, nicht möglich. Ich konnte diese Instrumente nicht kaufen. Ich hatte nicht diese Patientenanzahl. Mit 5 Patienten täglich brauche ich kein Endoset, kein spezielles oder keine Implantatboxen und, und. Das heißt, jeder junge Arzt oder das System zwingt uns eigentlich, dass wir pfuschen, das Ganze aber grün malen und lächeln dazu und dem Patienten eigentlich die Scheißen. Und das ist natürlich etwas, das mag niemand gerne hören. Ich habe da genauso mitgespielt. Ich sage das aber immer wieder in den Videos, dass ich heute diese Ordination, eine der größten Ordinationen Wiens, nicht sehe als mein Werk, sondern ich durfte mit der Gesellschaft, mit den Wünschen der Gesellschaft groß werden. Die Menschen wollten oder forderten immer mehr die Medizin auf Augenhöhe ein. Sie waren frustriert von der alternativen Medizin, von der Schulmedizin, die beide den Menschen wie nur zum Abkassieren sieht. Und in dieser Zeit durften wir groß werden. Aber dieses Glück haben nicht viele Menschen und deswegen mache ich auch immer wieder diese Videos, weil ich die Gesellschaft dazu motivieren möchte, umzudenken. Wir müssen unser System, unser Gesundheitswesen radikal ändern. Denn wir haben aus Krankheit ein Geschäft gemacht und ja, ich habe da unwissentlich ja natürlich auch mitgespielt, weil sonst könnte ich heute darüber nicht reden. Ich hoffe, ich habe die Frage beantworten können. Bei Fragen jederzeit. Alles Liebe!